Ja, ich bin mal wieder mit dem Zug auf die schöne Insel Sylt gefahren und hier hinter mir, das ist das Naturschutzgebiet Morsum Cliff. Und über dieses berühmte Morsum Cliff soll es heute in meinem Video gehen. Damit willkommen zu einem neuen Video hier heute auf meinem Kanal. Die Geschichte des Naturschutzes auf der Insel Sylt ist eng mit der Geschichte des Morsum Cliff verbunden. Und ich muss sagen, hier ist zwar ein Naturschutzgebiet, aber mich stört, dass da hinten ein Parkplatz ist. Und ja, man fühlt sich noch nicht so ganz in einem Naturschutzgebiet. Es ist hier viel zu überlaufen eigentlich. Aber das ist wiederum auch eine gewisse Form der Umweltbildung, dass man solche Naturschutzgebiete nutzt, um Menschen aufzuklären. Aufklärung sind dieser Umweltbildung sind freilich auch meine Videos. Dank dieses Videos müsst ihr also nicht zwingend ins Morsum Cliff, sondern versteht seine besondere Bedeutung für Naturschutz vielleicht auch ohne einen Besuch. Tatsächlich lohnt sich ein Besuch trotzdem, aber dann sollte man sich auch an die Regeln halten, die dort gelten. Beim Morsum Cliff handelt es sich um eine der geologisch wertvollsten Formationen in Mitteleuropa. Es entstand am Ende der Saale-Kaltzeit vor rund 120.000 Jahren. Durch Einwirkung der Gletscher wurden seinerzeit Gesteinsschichten aus den letzten 10 Millionen Jahren so verschoben, dass sie nicht wie sonst üblich übereinander liegen, sondern nebeneinander schräg gestellt sind. Oben auf dem Cliff liegt eine Sanddünenlandschaft, die erst in den letzten 20.000 Jahren entstanden ist. Geologisch handelt es sich vom Gestein des Morsum Cliff um Sandstein. Dabei handelt es sich vor allem um Glimmerton, Limonit und Silizium, wobei letzterer den Sockel bildet. Insgesamt ist das Morsum Cliff 21 Meter hoch. An den Gesteinen kann man zudem erkennen, wie hier vor Jahrmillionen der Meeresboden beschaffen war. Das Morsum Cliff ist übrigens eines von Stand 2021 77 sogenannten nationalen Geotopen. Dies sind besonders schützenswerte geologische Formationen in Deutschland. Anfang der 1920er Jahre war übrigens geplant, Teile des Morsum Cliffs für den Bau des Hindenburgdamms abzutragen. Dessen wegen wurde 1923 der Sylter Naturschutzverein gegründet. Dank des Vereins konnte die Abtragung verhindert werden, sodass das Cliff heute wichtiger Bestandteil des Nationalparks Wattenmeer ist. Ja, rund um das Morsum Cliff befindet sich auch eine schöne Heidelandschaft, wo man ganz viel über Heiden lernen kann. Heiden sind sehr besondere Landschaften, die teilweise durch Überweidungen entstanden sind, aber auch aus anderen Gründen. Und mit dieser Heidelandschaft hier beschäftige ich mich jetzt auch mal noch so ein bisschen aus umweltplanerischen und Naturschutzgründen. Etwa die Hälfte aller Heidelandschaften des Schollschen befindet sich auf der Insel Sylt. Bei Heiden handelt es sich um einzigartige Biotope, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Man schätzt, dass allein in den Sylter Heiden über 2500 Tier- und Pflanzenarten heimisch sind. Das Ökosystem Heide ist aber stark bedroht. Die hier heimischen Pflanzenarten müssen gehegt und gepflegt werden, damit lokale Tierarten von den Pflanzen leben können. Aus diesem Grund ist raumplanerisch Naturschutz nicht nur hier, auch immer mit Landschaftspflege verbunden. Grundsätzlich handelt es sich bei Heiden um Offenland, also unbewaldetes Gelände, das meist aufgrund anthropogener Überprägung unfruchtbar gemacht wird. Tatsächlich gibt es auf den sandigen Böden in Norddeutschland aber auch einige Heiden auf Böden, die zu keinem Zeitpunkt urbar gemacht werden konnten. Jedoch blieben auch diese Gebiete nicht ganz ohne menschliche Einflüsse oder sind erst durch Abholzung zu Offenland geworden. Dies trifft auch auf die Sylter Heiden zu. Mit den Sylter Heiden werde ich mich vielleicht aber noch einmal in einem anderen Video genauer beschäftigen. Ja, wie wir im heutigen Video gesehen haben, ist das Morsum Cliff auch eng mit diesem Damm da hinten verbunden. Und nein, das ist kein Deich dahinter mir, das ist ein Damm. Und zwar ein ganz bestimmter Damm, das ist der Hindenburgdamm, der das Festland mit Sylt verbindet. Und mit dem werde ich mich mal in einem anderen Video genauer beschäftigen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert am besten meinen Kanal. Hier ganz nah bei Morsum Cliff befindet sich auch das schöne Sylter Örtchen Morsum, das eigentlich im Gegensatz zu Westerland und vielen anderen Orten hier aus Sylt noch sehr urtümlich ist und auch noch nicht so touristisch überlaufen und auch noch seinen friesischen Charakter erhalten hat. Den Ort heißen die Straßennamen noch so, wie sie ursprünglich hießen. Und es gibt noch sehr viele Reetdachhäuser. Wenn ihr keine weiteren anderen Videos über Sylt verpassen wollt, ist das natürlich auch ein weiterer Grund, mich zu abonnieren, denn es wird hier in nächster Zeit öfter Videos über Sylt geben, denn ich wohne jetzt gar nicht mehr so weit weg von Sylt. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch demnächst mal hier im schönen Sylt.
oder auf dem schönen Sylt, besser gesagt. Bis dahin, ciao!